Haben Sie noch einen Wunsch? Danke, Frau Rieken. Für Mutter war es bestimmt ein Segen, dass sie endlich sterben durfte. Du hast alles für sie getan, was du tun konntest. Jetzt muss bloß noch einer sagen, Kopf hoch, das Leben geht weiter. Aber warum denn nicht, Papa? Wo ich mir mit dem Ferienjob doch endlich mal mein eigenes Geld verdienen kann. Sag nur, du kriegst nicht genug Taschengeld. Darum geht's doch gar nicht. Ich kann Chrissy sehr gut verstehen, dass die hier mal raus will und was anderes kennenlernen. Außerdem hat das Hotel 4 Sterne. Und als ich im Personalbüro gesagt habe, welche Sprachen ich kann, da... Du glaubst doch nicht, dass die dich an die Rezeption lassen. Weißt du, was die mit dir machen? Die schicken dich mit so einem Wagen los und dann darfst du die Zimmer sauber machen. Na, du musst es ja wissen. Und die 4-Sterne-Klos putzen. Mahlzeit, Wilfried. Mir ist der Appetit sowieso vergangen. Ich will damit doch nur sagen, dass es dir guttun wird, wenn du dich wieder um die Firma kümmerst, Vater. Und der Firma bestimmt auch. Hört sich an, als bräuchte meine Schwester wieder eine Finanzspritze für ihr Hobby. Rallyfahren ist kein Hobby. Aber wenn du lieber erstmal eine Weile abschalten willst, kein Problem. Die Winterkollektion habe ich bereits geordert und was das laufende Geschäft betrifft. Habt ihr gewusst, dass der Sohn von Frau Rieken schon wieder frei im Fuß ist? Stimmt es eigentlich, dass du Kontakte zur Euromod aufgenommen hast, weil ihr einen finanzstarken Partner braucht? Wie bitte? Oh, das tut mir leid, dass du ausgerechnet von mir erfahren musst, was dein Geschäftsführer so hinter deinem Rücken treibt. Ich habe selten einen so unglaublichen Blödsinn gehört. Du wirst doch nur nicht damit fertig, dass Vater dich aus der Firma rausgeworfen hat. Das wird's wohl sein. Mein Pech, dass ich Vater nicht so gut nach dem Mund reden kann wie dein lieber Mann. Genug jetzt, ja. Falls jemand von euch angenommen hat, ihr könntet mich gleich zusammen mit Mutter beerdigen. Du legst mir morgen früh im Geschäft die neueste Bilanz vor. Und du bekommst weiterhin, was abgesprochen war, keinen Pfennig mehr. Und deinem Sohn hast du nichts zu sagen? Doch. Es wäre schön, wenn wir uns nicht mehr als unbedingt nötig sehen müssten. Zum nächsten Begräbnis. Jetzt reicht's aber, Kinder. Alle anderen in meiner Klasse dürfen sich längst was nebenbei verdienen. Da kannst du fragen, wen du willst. Alle anderen haben ja auch nicht so einen Vater wie du. Was soll denn das heißen? Kann es sein, dass du deine Tochter so lange wie möglich unter deine Fittiche nehmen willst, damit sie bloß nicht zu schnell flügge wird? Erstens habe ich keine Fittiche und zweitens, wie willst du überhaupt hin und zurückkommen? Das Hotel liegt doch JWD. Mit dem Fahrrad? Ja, jeden Tag Kilometer weit allein durch die Gegend. Da hätte ich doch keine ruhige Minute. Am helllichten Tage, Wilfried. Und dann noch mit der alten klapprigen Kiste. Was da passieren kann? Nee, da lege ich eher was aufs Taschengeld drauf. Das kommt nicht in Frage. Ihr Taschengeld ist hoch genug. Wenn du was drauflegen willst, dann wird das für ein neues Fahrrad genommen. Dann darf ich den Ferienjob im Hotel machen? Ja? Aber nur, wenn du vorher das Aufräumen und Saubermachen richtig übst. Na, Gott sei Dank. Am besten gleich in deinem Zimmer. Danke, Papa. Wir können den aber auch ganz schön in die Zange nehmen.
Schon das dritte Jahr, dass Ihr Kollege diese Sommergrippe hat. Keine Sorge, Herr Kriminalrat, die paar Tage schaffe ich auch alleine. Wenn Sie meinen, danke. Im Moment ist sowieso nicht viel los. Ach, da fällt mir ein, die Statistik, die Zimmermann sonst immer gemacht hat. Bis Ultimo sollte die abgeliefert sein. Hier sind die Unterlagen, wo Sie sowieso nichts zu tun haben. Keine Sorge, das schaffen Sie auch allein. Auch wenn noch welche dazukommen. Kriminalkommissariat. Stuppe hier. Wo genau ist das? Moritz. Dahlienallee 17. Bin schon unterwegs. Na, wer sagt's denn? Der Chef mal keine Zeitecke. Übrigens, wenn jemand nach mir fragt, ich bin in der Dahlienallee 17. Ah, feine Gegend. Feine? Feinste. Ja, was gibt's denn da? Ach, ein mysteriöser Einbruch. Mehr weiß ich noch nicht. Natürlich. Wie immer und schnell. Mysteriöser Einbruch. Ein Toter, das hätten Sie mir sagen müssen, Herr Hoge. Warum haben Sie eigentlich direkt bei uns im Kommissariat angerufen und nicht die 110? Damit Ihre Kollegen gleich in Mannschaftsstärke hier anrücken und womöglich die Presse noch mitschleppen. Warum nicht als erstes einen Arzt? Weil ohnehin nichts mehr zu machen war, als ich ihn gefunden habe. Na, hoffentlich haben Sie nichts angefasst. Wofür halten Sie mich? Da ist das Fenster, durch das sich der Einbrecher Zutritt verschafft hat, bevor mein Schwiegervater ihn überrascht haben muss. Wenn Sie sich das vielleicht mal ansehen würden. Alles hübsch der Reihe nach. Wahrscheinlich kam es zum Kampf oder mindestens zu einer Rangelei, bei der dieser Typ ihn dann wohl aus direkter Nähe erschossen hat. Interessant. Das dürfte auch die Erklärung dafür sein, warum ihn der Schuss direkt ins Herz getroffen hat. Auch wenn ich kein Fachmann bin, scheint mir doch kein Zweifel daran zu stehen. Jetzt untertreiben Sie aber, Herr Hoge. Wie meinen Sie das? Na, wie Sie auf Anhieb die Zusammenhänge durchschauen. Alle Achtung. Jetzt brauche ich eigentlich nur noch den Einbrecher finden. Sollte da ein ironischer Unterton im Spiel gewesen sein? Komisch. Das ist mir gar nicht aufgefallen. Immerhin handelt es sich um eine der angesehensten Familien der Hansestadt. Moritz Herrnmoden, kennen Sie doch sicher auch. Bei meiner Gehaltsklasse. Diese Einbruchstheorie des Schwiegersohns, die hört sich doch sehr überzeugend an, finden Sie nicht? Bisschen zu überzeugend. Wissen Sie, Herr Kriminalrat, manchmal höre ich eher auf meinen Bauch und der sagt mir, jedenfalls verlange ich äußerste Diskretion in dieser Angelegenheit. Im Übrigen, Herr Stubbe, nur zu Ihrer Information. Die Firma Moritz hat früher Uniformen für die Hamburger Polizei gefertigt. Und zwar ausschließlich für die höheren Dienstgrade. Ah ja. Habe ich mich klar genug ausgedrückt? Glasklar.
Wo hast du gelernt? Was? Das Bett machen. Ich bin heute den ersten Tag hier. Christiane. Magda. Pass auf, Christiane. So wird gemacht. Stark. Du jetzt. Dass ich ausgerechnet gestern früher gegangen bin. Das wäre vielleicht alles nicht passiert, wenn Herr Moritz nicht so allein. Schnell sieht man sich wieder. Musst du deine Arbeit auch noch ins Bett mitnehmen? Ich will nur mal überschlagen, was bei dem neuen Auftrag rausspringt. Nachher kriegst du ihn dann doch nicht. Und ob ich den kriege? Eigentlich habe ich den ja schon. Auch gehört? Ja, wo kommst du denn her? Hast du dich verlaufen? Oh, so ein feines Hündchen. Ja, komm mal her. Komm mal her, mein Hündchen. Komm hierher. So einfach. Ich glaube, wir gehen besser. Komm, Hündchen, komm. Komm mit, komm. Kannst heute Nacht bei mir bleiben. C und A. Höchstens. Schön, dass Sie da sind, Herr Hoge. Ich wollte Sie bloß mal. Passt nicht. Nehmen Sie mal. Aber nur kurz, bitte. Normalerweise meldet man sich bei mir an. Ja, wem sagen Sie das? Was ist schon normal in meinem Beruf? Nee, da lang, bitte. Bitte. Ach, du bist schon da. Ja. Wenn ich bekannt machen darf, Herr Stumpe von der Kriminalpolizei, meine Frau. Ohne M und Doppel-P. Stumpe. Um gleich zur Sache zu kommen, ich frage mich wirklich, Herr Stumpe, warum ich heute schon wieder das Vergnügen habe. Wenn ich Ihnen noch nachträglich mein Beileid aussprechen darf, gnädige Frau. Danke. Es sei denn, Sie hätten den Täter bereits gefasst. Also so schnell schießen Sie Preußen nicht, Herr Hooge. Und die Sachsen erst recht nicht.
Da gebe ich mir nur so eine Mühe, man hört es trotzdem. Also, was führt Sie dann hierher? Fragen, Herr Hoge. Fragen. Ich wollte nur wissen, wann wir die fraglichen Punkte in der Bilanz... Ich habe gesagt, morgen, Herr Berger. Es ist wichtig. Herr Berger, morgen! Ja. Wenn Sie sich setzen wollen. Sie sind nicht im väterlichen Geschäft tätig. Nein. Falls es Ihnen entgangen sein sollte, unsere Firma heißt Moritz Herrenmoden. Außerdem habe ich andere Interessen. Wer wüsste das nicht? Dass Sie Rallyes fahren, meine ich. Neulich im Fernsehen, Entschuldigung, war das nun Monaco oder Monte Carlo? Wo Könnten Sie mir mal verraten, was diese ganze Fragerei mit dem Tod meines Schwiegervaters zu tun hat? Wenn ich das bloß selber schon so genau wüsste. Ja, wenn das keine Freude ist, Sie endlich wieder bei uns zu sehen. Mensch, Herr Berger, wie geht's? Immer noch auf dem Damm? Aber wie? Ich kann Sie auch vorladen, wenn Ihnen das lieber ist. Und wie läuft's in der Buchhaltung? Und bei Ihnen, Herr Moritz? Alles bestens. Entschuldigung, Herr Moritz? Ja. Ich bin von der... Ich habe leider überhaupt keine Zeit. Herr Berger! Herr Berger, vielleicht hätten Sie einen Moment. Entweder ich reg mich jetzt schrecklich auf oder... Oder ich mache eine Mittagspause. Aber du warst es doch, der sich mit Händen und Füßen dagegen gewehrte, dass ich eine eigene Kollektion in das Geschäft einbringe. So kann man sich die Wahrheit zurechtbiegen. Dabei lag es doch einzig und allein an dir, mein lieber Schwager. Deine Entwürfe waren sowas von überzogen und schrill, das ist doch kein Wunder, dass der alte Herr dich rausgeschmissen hat. Mir haben sie gefallen. Das höre ich aber zum ersten Mal. Weil du und Vater, ihr seid doch immer gleich auf die Barrikaden gegangen, wenn irgendwer auch nur einen Millimeter von der Familientradition abweichen wollte. Und wie steht Moritz Herrenmoden heute da? Darf ich fragen, was dich das überhaupt angeht? Solange ich Anteile an diesem Geschäft habe, geht mich das sehr wohl was an. Anteile? Pah, die paar Prozent. Die paar Prozent reichen aber, um mitzureden. Außerdem werden es durch Vaters Tod noch ein paar mehr. Statt euch gleich das Messer an die Kehle zu setzen, könntet ihr auch mal in Ruhe darüber nachdenken, wie es mit unserem Geschäft weitergehen soll. Unserem Geschäft. Nur zur Erinnerung, Roland. Dass Vater mich nicht im Geschäft haben wollte, das galt nur zu seinen Lebzeiten. Aber jetzt sind die Karten neu gemischt. Sieht fast so aus, als wäre dieser Tod jemandem sehr gelegen gekommen. Morgen! Ich denke, Sie sind krank. Ach, das geht schon wieder. Außerdem, dieser Fall Moritz. Der Kriminalrat hat mir gerade davon erzählt, als ich mich zurückgemeldet habe. Sie sehen aber noch gar nicht gut aus. Sagen Sie bloß, Sie wollen sich schon wieder in den Außendienst zurückmelden, Kollege Zimmermann. Ach, Sie kennen das doch, wenn die Pflicht ruft. Ich habe mir hier gleich die Unterlagen vom Einbruchsdezernat besorgt. Mal sehen, ob sich in letzter Zeit in der Villengegend doch andere Fälle... Dass ich da mal nicht verrenne. Die Sache stinkt. Augenblick mal, Herr Kollege, ja? Wer sich hier in was verrennt, das wollen wir doch erst noch mal sehen. Die Sache stinkt sogar gewaltig. Aber wenn Sie mitgekriegt hätten, wie der Hoge mir seine Einbruchsversion aufs Auge drücken wollte. Und unser lieber Chef hat natürlich nichts Besseres zu tun als... Stoppe hier. Natürlich. Wir kommen sofort, Herr Kriminalrat. Na ja, wenn das so ist. Der Chef will mich in der Sache Moritz sprechen. Alleine. Ich sagte Ihnen doch äußerste Diskretion. In diesen Kreisen, ich bitte Sie. Erst mit der Tür ins Haus fallen und dann noch eine Vorladung androhen. So schwer es mir fällt, Herr Stubbe, aber ich muss Sie leider von den Ermittlungen in der Sache Moritz entbinden. Es macht Ihnen ja niemand einen Vorwurf, dass Sie früher keine Gelegenheit hatten, Erfahrungen zu sammeln in diesem gesellschaftlichen Umfeld. Nicht, dass Sie mich falsch verstehen. Aber was Glacé-Handschuhe anbetrifft, da hat Ihnen der Kollege Zimmermann, und da werden Sie mir sicher nicht widersprechen, doch einiges voraus. Stimmt's?
möchte wissen, was hier gespielt wird. Äußerste Diskretion, Klasse-Handschuhe, wenn ich sowas schon höre. Das heißt doch nichts anderes, als dass ich in diesem Laden keiner die Finger schmutzig machen will. So sehr ich Ihre Erregung auch verstehe, Herr Kollege Stubbe. Stecken Sie sich doch Ihr Mitleid sonst wohin. Kaum sind Sie wieder da. Ha! Sag ich doch! Moritz Herrnmoden. Jetzt reicht's aber, ja? Wie sagt man so schön? Gleiche Kappen, gleiche Brüder. Wenn Sie etwa damit behaupten wollen, dass ich... Was? Ach, was rege ich mich auf? Der Fall Moritz ist jetzt ausschließlich meine Angelegenheit. Und so lange werden Sie es hoffentlich schaffen, diese Unterlagen hier für die Statistik aufzuarbeiten. Im Archiv sind noch mehr davon. Hier. Was soll ich damit? Das ist gestern verteilt worden. Und schreib an alle Polizeidienststellen. Finanzieller Ausgleich von Überstunden eingestellt. Abfeiern. Vorrangig vor Routinearbeiten. Einen wunderschönen Tag noch. Hallihallo. Du hast aber früh Feierabend. Von wegen. Ich habe mir heute extra freigenommen. Sag mal, wie wär's denn, wenn wir zwei Hübsche uns heute einen gemütlichen Nachmittag machen, ne? Schön wär's. Aber ich muss gleich weg. Pflanzen holen. Hast denn du immer noch nicht genug? Die brauche ich für meinen neuen Kunden. Die will ich hier einpflanzen, damit er einen besseren Eindruck hat. Dann wird heute nichts mit uns beiden? Du sagst es. Suchen Sie was. Haben Sie mich aber erschreckt. Die Pistole von Herrn Moritz. Die war doch immer hier drin. Ja und? Jetzt ist sie weg. Na sowas. So, ein feines Hühnchen. So. Ja, bleib hier, mein Hühnchen. Komm. So. Das ist doch was. Hat der Besitzer sich immer noch nicht gemeldet? Nein. Na, was hat denn das Hühnchen? Moritz! Sitz! Moritz! Wie kommst du denn auf den Namen? Gefällt er dir nicht? Morgen kommt der Hund ins Tierheim. Komm, Moritz, wir werden ja sehen, wer ins Tierheim kommt. Entschuldigung, störe ich Sie? Ja. Nur ganz kurz. Die von der Kriminaltechnik haben festgestellt, dass die Kugel, die im Herz von Justus Moritz war, meine ich, dass die ein ganz ungewöhnliches Kaliber hat. 30 M1. Ist Ihnen das schon mal begegnet? Fragen Sie mich jetzt dienstlich oder privat? Wieso? Ich denke nicht daran, mich in Ihren Fall einzumischen. Nachher kriege ich dann von Kessler eins auf den Nischel. Auf was bitte? Ja, auf der Rübe. Ach so. Aber wenn Sie mich privat fragen... Selbstverständlich bleibt das ganz unter uns. 30 M1, sagen Sie. Ja, richtig. Noch nie davon gehört.
Stuppi hier. Ihr führt doch das Verzeichnis mit den Waffenscheinen, ne? Sag mal, kann euer Computer auch andersrum? Na, ich meine, dass ihr nicht nach dem Besitzer sucht, sondern... Ach, ich hab da nicht mal die Marke. Ich hab da bloß das Kaliber. 30 M1. Soll sehr selten sein. Sag ich da. Ganze 5 in Hamburg. Hm. Du, sag mal, kannst du die mir mal vorlesen? Hm? Hm? Wer? Nee, nee, danke, Kollege. Das war's schon. Na ja, dann krieg ich am Ende auf den Nischel. Wer außer Herr Moritz Senior wusste denn noch von der Waffe? Seine Tochter und der Schwiegersohn. Die wohnen ja beide im oberen Stockwerk. Und natürlich Raphael. Wie war denn eigentlich das Verhältnis in der Familie, Moritz? Ich meine, da gab's doch sicherlich auch mal irgendwelche Spannungen. Darüber möchte ich lieber nicht reden, Herr Kommissar. Wissen Sie was, Frau Rieken, ich mache Ihnen einen Vorschlag. Wir betrachten unser Gespräch als privat und alles, was Sie mir sagen, bleibt unter uns. Einverstanden? Und darauf kann ich mich wirklich verlassen? 100%. Also, wenn Sie mich fragen. Ja? Nicht, dass ich etwas Schlechtes über Herrn Hoge sagen will. Aber ich möchte lieber nicht wissen, wie viel Geld er regelmäßig beim Spielen in diesem Yachthafen lässt. Also, die Tatsache, dass der Revolver plötzlich nicht mehr da ist, erhärtet natürlich auch unsere Theorie. So wie ich das sehe, wollte Ihr Schwiegervater damit den Einbrecher stellen. Aber der hat sich nicht einschüchtern lassen. Und bei dem Versuch, Herrn Moritz die Waffe zu entwinden, muss sich der tödliche Schuss gelöst haben. Und dann ist dieser Kerl Hals über Kopf mit dem Revolver verschwunden. Exakt. Das Problem ist nur, dass wir bisher nicht die geringste Spur von diesem Einbrecher haben. Nicht, dass ich mich in Ihre Arbeit einmischen will, aber vor ungefähr einem Jahr hat es bei uns in der Villa einen ähnlichen Vorfall gegeben. Ach, lass dir nichts sagen. Am besten, wir fahren zu mir und ich zeige Ihnen das an Ort und Stelle. Aber nur, wenn Ihre Zeit es Ihnen gestattet. Da gibt es nämlich im Umkreis unserer Familie jemanden, einen gewissen Jan Rieken. Ah, ja? Das ist der Sohn unserer Haushälterin. War denn an dem Abend außer der Familie Moritz noch jemand im Haus? Na, irgendwelcher Besuch? Nein. Das heißt, mir war so, als hätte ich kurz bevor ich gegangen bin, die Stimme von Herrn Höhn gehört. Höhn? Das ist der Mechaniker von Cornelia Hoge. Aha. Aber sicher bin ich mir nicht. Kommt da öfters, der Herr Höhn? Ach, wissen Sie, die beiden. Was ist mit den beiden, Frau Rieken? Dazu möchte ich wirklich nichts sagen. Wenn Ihnen noch irgendetwas einfallen sollte, am besten, Sie setzen sich privat mit mir in Verbindung. Also, mein Sohn. Ach, ich wusste gar nicht, dass Sie einen Sohn haben. Man redet ja auch nicht gern darüber, wenn das eigene Kind... Also, das müssen Sie mir glauben, Herr Stuppe. Jan hat seine Drogengeschichte längst hinter sich. Und außerdem... Wir sprechen uns woanders. Ich rufe Sie wieder an. Sagen Sie, wohnen wirklich fantastisch. Seit vorher nach. Na, gucke da. Wo kommst du eigentlich her, Magda? Aus Karbischewka. Aus was? Karbischewka. Bezirk Karakalinsk in Kasachstan. Hey, wow. Was ist das, wow? Wenn ich schon ein Ossi bin, was bist du denn erst? Na dann faxt mir doch mal rüber, was ihr in der Drogenfahndung über Jan Rieken habt. Ja, so schnell wie möglich. Jetzt wollen wir da mal sehen, ob ich nicht von dem Buchhalter, irgendwann muss ich den seine private Nummer haben, hier, ob der mir nicht ein bisschen mehr über meinen speziellen Freund Hoge... Stellen Sie sich vor, Herr Kollege. Die Haushälterin der Familie Moritz hat einen drogenabhängigen Sohn, Jan Rieken, Anfang 20.
Dankeschön. Und der ist vor rund einem Jahr schon mal in das Arbeitszimmer des Verstorbenen eingedrungen. Typischer Fall von Beschaffungskriminalität, nachdem seine Mutter sich geweigert hat, ihm noch länger Geld zu geben. Hören Sie mir doch mal zu. Dabei hat Justus Moritz den Kerl nämlich erwischt und Anzeige erstattet. Deswegen ist Rieken wahrscheinlich auch vor Gericht gekommen, aber das kann ich ja leicht feststellen. Auf jeden Fall passt es wie die Faust aufs Auge, dass der Typ nochmal versucht haben könnte, in der Villa Moritz irgendetwas Wertvolles an sich zu bringen. Kommissariat 4 betrifft Rieken, Jan. Seit wann können die von der Drogenfahrt und Gedanken lesen? Als Wiederholungstäter zu einem Jahr und 10 Monaten Haft verurteilt. Sitzt derzeit in der JVA Fuhlsbüttel ein. So kann man sich täuschen. Die verlangen eben immer mehr für einen Werksvertrag. Und als Privatfahrer kannst du doch im Rallye-Sport einpacken. Entschuldige, Cornelia, aber ohne Raphaels Zustimmung darf ich dir offiziell nicht einen Pfennig vom Geschäftskonto überweisen. Ist ja ganz was Neues, dass du dich hinter meinem Bruder versteckst. Glaubst du, mir macht es Spaß, dass er wieder in der Firma mitreden will? Stimmt irgendwas nicht. Finanziell meine ich. Wie kommst du denn darauf? Weil du wieder spielst. Ach, Unsinn. Dir ist hoffentlich klar, dass es von meiner Stimme abhängt, wer in Zukunft das Sagen bei Moritz Herrnmoden hat. Wie viel brauchst du denn für deinen neuen Werksvertrag? Ich konnte sie runterhandeln. 360.000. Ausgeschlossen. Im Moment jedenfalls. Bis Montag hast du Zeit, es dir anders zu überlegen. 12 Mark die Stunde. Das ist ja nicht viel. Na hör mal, da komme ich pro Woche auf fast 500 Mark. Kriegst du das schwarz oder versteuern die das? Ey, ich hab dich was gefragt. Bist du bei der Kripo oder beim Finanzamt? Dass du kein Gift nimmst, das verstehe ich ja. Aber müssen wir das jetzt jeden Abend machen? Jeden. Wilfried, in 14 Tagen ist alles vorbei. Nachts unterwegs sind. Weil sie im Dunkeln nicht so schnell erwischt werden. Aha. Komm, laut Kriminalstatistik werden von Eigentumsdelikten, die nach Einbruch der Dunkelheit verübt werden, nur knapp 30%. Wilfried, pass doch mal auf, hast eine ganz dicke übersehen. Das ist die Dunkelziffer. Wenn ich noch mal kurz zusammenfassen darf, Herr Berger. Die Firma Moritz Herrnmode steht finanziell miserabel da. Der Geschäftsführer hat es öfter beträchtliche Summen für sich privat aus der Firmenkasse entnommen. Die Entnahmen jedoch falsch deklariert. Und als Sie auf einer lückenlosen Bilanz bestanden haben, wurden Sie von Herrn Hoge in den vorzeitigen Ruhestand geschickt. Richtig? Ganz schön viel Holz auf einmal, was? Das kann man wohl sagen. Stimmt das eigentlich, dass Herr Hoge es war, der unseren Chef tot aufgefunden hat? Stimmt. Hat er denn ein Alibi für die Tatzeit? Hat er nicht. Aber mal unter uns gefragt, trauen Sie ihm wirklich zu? Dem traue ich alles zu. Ah. Nur nicht das, was Sie jetzt gerade denken, Herr Kommissar. Weil der Hoge ist viel zu clever, als dass er sich für sowas nicht ein hieb- und stichfestes Alibi besorgen würde. Ja, ja. Je höher Sie den Hals tragen, desto gieriger sind Sie. Scheint Ihnen ja wieder besser zu gehen, Herr Kollege. Was heißt hier besser? Bestens. Ins Verhörzimmer, ich komme gleich nach. Raten Sie mal, wen wir da haben. Jan Rieken. Der sitzt doch noch. Schon mal was von Freigang gehört? Zufälligerweise genau an dem Tag, als Justus Moritz ermordet wurde. Aus eigener Kraft in der Haftanstalt einen Drogenentzug schaffen. Alle Achtung, Herr Rieken.
Und wie schön für Sie, dass Sie auch gleich beim ersten Anlauf einen Job finden konnten. Aber was haben Sie danach gemacht? Letzte Woche. Nach Ihrem Vorstellungsgespräch. Bevor Sie sich in der JVA von Ihrem Freigang zurückgemeldet haben. Viel zu spät übrigens. Was haben Sie zwischen 20 und 22.30 Uhr gemacht? Weiß ich nicht. In Ihrem Alter und schon ein so schlechtes Gedächtnis? Ich weiß es nicht mehr. Na gut. Dann will ich mal nicht so sein und Ihnen auf die Sprünge helfen. Dahlienallee 17. Klingelt's da bei Ihnen? Ich schlage vor, Sie denken einfach noch mal in Ruhe darüber nach, ja? Na, was sagen Sie jetzt? Mein Fall oder Ihrer? Ach, eine Frage noch, Herr Kollege, ja? Bitte? Könnte es sein, dass Sie ein schlechter Verlierer sind? Wenn Sie dann nach draußen kommen, ich habe extra für Sie eine Art Musterpflanzung angelegt. Oder haben Sie zu dem Plan hier noch irgendwelche Fragen? Na, Gott sei Dank ist der Auftrag noch nicht unterschrieben. Wie darf ich das verstehen? Eine niederdeutsche Parklandschaft, ich bitte Sie. Und dann dieser Bauerngarten hier. Wirklich rührend. Aber Ihr Mann war ganz begeistert von dem Entwurf. Ich habe deswegen auch schon alle Pflanzen bestellt. Mein Mann, der ist leider leicht zu begeistern. Aber Gott sei Dank entscheide ich. Ich meine, was soll ich denn dann jetzt mit den Bäumen und Sträuchern machen? Das sind zwei LKWs, die da nächste Woche anrollen. Ist das mein Problem? Wie haben Sie sich das denn vorgestellt? Ja, so irgendwie in Richtung fernöstlich. Fernöstlich? Sie waren doch sicher schon mal in Japan, oder? Nein, leider nicht. Ach, das wundert mich aber. Ich meine, japanische Gärten sind ein Muss für jeden Gartenbauarchitekten. Wo haben Sie denn studiert, wenn ich fragen darf? In Dresden. Ach so. Wenn Sie das jetzt bitte nicht persönlich nehmen, Frau Stuppe. Ich habe nichts gegen jemanden, der von drüben kommt. In keinster Weise. Aber ein Projekt dieser Größenordnung, das sollte schon ein Fachmann machen, der sich auf dem Gebiet umfassend auskennt. Und ein spezielles Auge für sowas hat, verstehen Sie? Ich könnte mir ja Mühe geben. Ja, sehen Sie, so läuft das immer. Andersherum nämlich. Man tut wirklich alles, um mit offenen Armen aufeinander zuzugehen. Und auf was stößt man? Auf Vorurteile. Nichts als Vorurteile. Schade. Jan hat es nicht getan. Er tut sowas nicht. Jan doch nicht. Ich verstehe Sie, ja, Frau Rieken. Welche Mutter würde nicht zu ihrem Sohn halten? Und ich will ja auch nur ihr Bestes. Aber leider spricht alles gegen ihn. Mit einem freiwilligen Geständnis lässt sich garantiert auf Totschlag im Affekt plädieren. Vielleicht ist sogar Notwehr drin, wenn man sich's genau überlegt. Schließlich dürfte Herr Moritz ihn mit seinem Revolver bedroht haben, als er Jan beim Einbruch überrascht hat. Und dann reden Sie ihm ins Gewissen. Ein Geständnis ist besser für ihn. Und für Sie auch. Bist du still? Ich fass einen Besen, wenn es der Regen war. Ruhe, habe ich gesagt. Aber wie komme ich bloß an diese noble Sippschaft näher ran, ohne mir gleich ein Disziplinarverfahren einzuhandeln? Also jetzt reicht mir's endgültig. Ist ja kein Wunder, dass er dir nicht gehorcht, wenn du ihn dauernd so anschreist. Komm, Moritz, Herrchen hat das bestimmt nicht so gemeint. Er ist nur manchmal so miesepetrig, dass man ihm am besten aus dem Wege geht. Komm, Moritz, wir gehen. Wie ist möglich, dass dein Vater hat Zeit, dich abzuholen? Wundert mich auch.
Aber im Moment scheint bei denen eine Kripo tote Hose zu sein. Dein Freund kommt heute bestimmt nicht mehr. Er war immer pünktlich gewesen. Kannst du Uhr stellen? Wieso seht ihr euch eigentlich nur einmal in der Woche? Ich meine, wo du doch so verliebt in ihm bist. Er arbeitet auf Montage. Außerdem, er sucht neue Arbeit und neue Wohnung. Die Gangschaltung müssen sie mir aber auf Garantie reparieren. Wo stecken Sie denn heute? Im Archiv, Herr Kollege. Sie wissen doch, die Statistik. Hört sich aber sehr merkwürdig bei Ihnen an. Ach, die probieren hier gerade eine neue Klimaanlage aus. Auch wenn Sie es mir nicht glauben wollen, Herr Kollege, aber mit Gesslers Entscheidung habe ich nicht das Geringste zu tun. Darf ich fragen, wie weit Sie mit Ihrem Hauptverdächtigen sind? Keine Sorge, den Riken habe ich bald weichgekocht. Aber was ich Ihnen eigentlich sagen wollte... Ich habe jetzt wirklich keine Zeit. Hallo? Hallo? Mose, jetzt hätte ich ihm auf den Schlips getreten. Noch einmal und das kostet was! Deinen Freund eigentlich kennengelernt? Am Kaufbahnhof, vor 3 Wochen. Ich sehe ihn, er sieht mich und... Und? Ist es passiert. Was? Wow. Im Verkehr ist das heute wieder. Die Gangschaltung müssen wir dir aber kostenlos reparieren. Na klar. Du, Papa, können wir meine Kollegin mitnehmen? Ah, Kollegin. Valentin, Magda. Stuppe, Wilfried. Was jetzt? Kommst du mit oder nicht? Kannst du heute Nachmittag zu ihm fahren, wenn er kein Telefon hat? Kenne ich auch seine Adresse nicht. Das muss schon ein komischer Typ sein. Hat er denn wenigstens einen Namen? Riken, Jan. Jan Riken? Hat er am Arm ein Tattoo? Mit so einem Dolch und so einer Schlange durch? Schlange? Ja. Na los, einsteigen. Tempo, Herrschaft, ich hab's eilig. Kein Problem, wenn Sie mir nicht antworten wollen, Herr Riken. Dann muss ich eben selber ein bisschen spekulieren. Kann es sein, dass Sie für diesen Abend, obwohl Sie das Gegenteil behaupten, doch ein Alibi haben? Ein wunderschönes sogar. Dass Sie aber Ihr Alibi nicht verraten, weil Sie um keinen Preis wollen, dass derjenige, der es bezeugen müsste, etwas über Sie erfährt. Zum Beispiel, dass Sie Freigänger sind und noch eine Reststrafe absitzen müssen. Vor allem, wenn es kein derjenige ist, sondern eine diejenige. Wovon reden Sie überhaupt? Von Magda. Selbstverständlich, Herr Kriminalrat. Ich kümmere mich sofort darum. Danke, Herr Zimmer. Zimmermann. Ich brauche einen Antrag wegen Kontaktsperre für den Häftling Riken Jan. Keine Briefe, kein Telefon, nichts. Aber nicht irgendwann, sondern sofort. Damit es noch heute ans Gericht geht und die Sperre ab morgen greifen kann, ist das klar. Danke. Dich kriege ich schon, Bürschchen. Aber ich kann doch Ihr Alibi nicht einfach so zurückhalten, Herr Riken. Nur bis ich es ihr gesagt habe. Ich stehe doch total beschissen da, wenn sie von der Polizei erfährt, dass ich ein Knacki bin und nicht von mir. Wie wollen Sie es denn machen?
Ihr Freigang ist doch längst gestrichen. Ich kann Sie auch im Hotel anrufen, oder ich kann ihr schreiben. Wissen Sie, dass ich Kopf und Kragen riskiere, wenn das rauskommt? Also von mir wird Ihr Kollege bestimmt nichts erfahren. Da kann er mich Tag und Nacht in die Mangel nehmen. Herr Stubbe, ich bitte Sie. Also gut. Aber wenn Sie das mit Ihrer Magda geklärt haben, dann sagen Sie aus. Keine Sekunde später. Versprochen. Valentin Magda. Schon wie die das errollt. Valentin. Das Magda nur mal sehen soll. Alle 10 Minuten ist sie zur Telefonzelle gerannt, um im Hotel anzurufen, ob er Jan sich endlich gemeldet hat. Der meldet sich schon wieder. Sagst du. Aber Magda denkt, er will nichts mehr von ihr wissen. 150 Kilogramm schwer, besiegt seine Kontrahenten mittels eines Aushebers. Sag mal, hörst du mir überhaupt zu? Noch schwerer, Shibuya. Dir hörst du doch immer zu. Wenn du das mit dem Tattoo gewusst hast, dann weißt du auch ganz genau, wo dieser Jan Regen steckt. Für wie doof hältst du mich eigentlich? Ich habe meine Tochter noch nie für doof gehalten. Ganz im Gegenteil. Aber ich kann dir wirklich nicht sagen, wo er ist, Christiane. Und warum nicht? Warum nicht, weil er mit dem Fall zu tun hat, an dem Zimmermann, an dem wir beide arbeiten. Nur ein bisschen. Vielleicht nur seine Telefonnummer. Himmeldonnerwetter, begreif doch endlich mal. Auch bei uns gibt es sowas wie ein Beichtgeheimnis. Amen. Und du? Du sagst gar nichts. Ist euch überhaupt schon jemals die Idee gekommen, dass ich auch Probleme haben könnte? Mir ist gestern ein Auftrag geplatzt. Der war so bombensicher, dass ich das ganze Pflanzmaterial schon beim Großhändler bestellt habe. Und jetzt sitze ich auf einer Lieferung von 20.000 Mark. Stellt euch das mal vor. Stellt euch das mal vor, 20.000, einfach so in den Sand gesetzt. Das ist doppelt so viel, wie ich bisher verdient habe. Mensch, Mama. Ach, das holst du mit deinen nächsten Aufträgen garantiert wieder rein. Wie denn? Meinst du, die werden mir auf dem Tablett serviert? Seit Wochen gehe ich Klinken putzen. Ich lächle scheißfreundlich von morgens bis abends, dass mir der Kiefer wehtut. Und wofür? Für nichts. Nichts, nichts, nichts. Absagen, absagen, absagen. Du darfst dir das nicht so zu Herzen nehmen, Caroline. Wenn man sich heute selbstständig macht, das ist wie... Du schaffst das schon. Ganz bestimmt. Und wenn nicht, davon geht die Welt auch nicht unter. Aber ich... Nur mal angenommen, dass es der Regen doch nicht war. Wer denn sonst? Alle könnten ein Motiv haben. Der Sohn, der sich mit dem Vater überworfen hatte, die Tochter, die... Die Tochter, die was? Tja, und der Schwiegersohn erst recht. Den scheinen Sie ja sowieso gefressen zu haben. Wussten Sie überhaupt, dass Roland Hogan ein Spieler ist? Und wenn schon, er wird es sich leisten können. Natürlich. Moritz, Herrenmoden, die schwimmen ja nur so im Geld. Das muss wirklich eine Obsession von Ihnen sein. Wer Geld hat, hat auch Dreck am Stecken. Dann eben nicht. Der böse, böse Kapitalismus. Legen Sie doch nicht gleich jedes Wort auf die Goldbahn.
Was? Bitte! Arbeiten Sie schon lange für Cornelia Moritz erhöhen? Kann man sagen! Da kennt man sich in- und auswendig, stimmt? Naja, ich würde mal so sagen, dass, Ich hoffe, Sie nehmen es nicht übel, dass ich hier einfach... Kommissar Stubbe, nicht wahr? Einfach Stubbe, das ist ein reiner Privatbesuch. Was kann ich für Sie tun? Ach, wenn ich hier mal ein bisschen reinstubbern dürfte, Frau Moritz, weil ich interessiere mich schon seit Jahren für Rallyes und ganz speziell... Allein dieser Sound, ein wahrer Genuss. Das kannst du gewesen sein, Steffen. Ja, ja. Wie das hier riecht. Na dann? Hi. Was tut man nicht alles für seine Fans? Was bin ich? Nicht direkt sagen, aber... Gibt es Probleme? Ich meine, wenn Sie extra zu uns rauskommen. Naja, seit der Chef Ihren Mann vom Fall Moritz entbunden hat, seitdem ist irgendwie sowas wie eine Mauer zwischen uns. Als ob ich ihm das eingebrockt hätte und er müsste es mir persönlich übel nehmen. Da kann er doch nicht glauben, dass ich auch nur ja, das... Ja, ja. Das kann er gut. Wie bitte? Übel nehmen, meine ich. Ach so. Wie wär's mit einer Tasse Kaffee? Ach, das ist eine gute Idee, Frau Stubbe. Vielen Dank. Bitte. Wissen Sie, im Grunde waren Ihr Mann und ich doch immer ein eingespieltes Team. Naja, ab und zu haben wir uns auch mal gekabbelt. Aber alles in... Dankeschön. Aber alles in allem war es doch immer ein harmonisches Miteinander. Geht's gut? Wie das hier riecht. Stubbe von der Kripo hier. Sagt mal, Kollegen, wie viele Punkte gibt es in Flensburg? Für 170 auf Feldwegen. Vier, sieben, eins. So, das wären die beiden Adressen, wo sich garantiert was machen lässt. Danke. Aber warum haben Sie mich bloß nicht schon früher darauf angesprochen? Ja, wann denn, Herr Zimmermann? Wir sehen uns doch nur alle Jubeljahre. Was wir aber schleunigst ändern sollten. Und wenn mein Mann was dagegen hat? Dann sagen wir es ihm einfach nicht. Basta! Basta! So ist meine Mutter immer. Gestern Abend war bei ihr noch Weltuntergang und heute? Das kenne ich, Christiane. Himmelhoch jauchzend sind zu Tode betrübt. Christiane, Kaffee ist noch da, aber Kuchen ist alle. Pech gehabt. Komm mal mit. Magda, meine Kollegin. Wie geht's dir schon wieder gut, Mama, ne? Zimmermann. Guten Tag. Guten Tag. Oh, nicht über Kreuz, das bringt Unglück. Oh, guten Tag. Guten Tag, Christiane. Mensch, du warst immer hübscher. Oh, pardon. Oder muss ich schon Sie sagen? Darf ich Sie mal was fragen? Immer raus damit. Kennen Sie einen Jan Rieken? Und ob? Hab ich's nicht gewusst. Gerade vor einer Stunde hatte ich wieder das Vergnügen. Wo? In Fulzbüttel. Na, und wo da genau? Zweiter Stock, Zelle 53. Jan Rieken sitzt im Knast? Aus dem er auch bestimmt so schnell nicht wieder rauskommen wird. Magda! Bleib doch hier! Ich weiß gar nicht, was diese ganze Aufregung soll. Wenn du unbedingt auf einem Kassensturz bestehst, bitte, den kannst du haben.
Hier sind die aktuellen Zahlen. Moritz Herrnmoden steht kurz vor dem Konkurs. Das sagst du mir einfach so. Ich fasse es nicht. Und jetzt die gute Nachricht. Keine Ahnung, warum euer Vater nicht wollte, dass ihr es erfahrt. Deine Lebensversicherung abgeschlossen. Über 1,5 Millionen. Bei Unfall das Doppelte. 1,5 Millionen. Apropos Unfall. Laut Auskunft der Versicherung gehört dazu jede Form eines gewaltsamen Todes. Interessant, nicht? Wann kriegen wir das Geld? Das ist der Haken an der Sache. Die zahlen erst, wenn die polizeilichen Ermittlungen abgeschlossen sind. Du kannst aber wirklich bei mir schlafen, Magda. Wo bringe ich dich wenigstens zur Haltestelle? Na, ihr zwei. Noch so spät unterwegs? Was ist denn passiert? Du und deine Geheimniskrämerei. Magda hat erfahren, dass ihr Freund im Knast sitzt. Von wem? Zimmermann war hier. Um Gottes Willen. Und Zimmermann hat erfahren, dass ein Hauptverdächtiger ein Alibi hat. Aber Wilfried Stubbe weiß wieder mal von nichts. Ach, du liebe Man glaubt es einfach nicht. Wer konnte aber auch auf die Idee kommen, dass der Rieken... Sie, Zimmermann, hätten auf die Idee kommen können. Sie! Und jetzt? Jetzt muss ich wieder bei Null anfangen. Tja, das müssen Sie wohl. Aber bitte rasch. Und das Alibi ist wirklich wasserdicht. Geduld haben. Sie sind gut, Herr Gessler. Da werde ich alt und grau, bis Sie Ihre Ermittlungen irgendwann mal beenden. Ach, sparen Sie sich doch den Schmus! Das ist kein Problem, Herr Hobe. Dann machen wir heute noch Nägel mit Köpfen. Die Übernahme von Moritz Herrnmoden durch unsere Euromod ist ja soweit unterschriftsreif ausgehandelt. Ja, einverstanden. Ja, ich freue mich auch. Danke. Fühlt man sich doch gleich ganz anders. Na, wir beide wieder im selben Boot. Allerdings. Habe ich mich überhaupt schon bei Ihnen dafür bedankt, dass Sie... Ich bitte Sie. Seinen Kollegen lässt man schließlich nicht im Regen stehen. Also, wir machen es wie abgesprochen. Sie klopfen jetzt bei Roland Hoger auf den Busch. Anschließend mein Termin mit Moritz Junior, während Sie sich um das Alibi von Cornelia Moritz und diesem Mechaniker kümmern, richtig? Richtig. Wie in alten Zeiten. Getrennt marschieren? Ja, vereint schlagen. Aber der Chef darf nicht mitkriegen, dass Sie wieder mitmischen. Davon war nie die Rede, dass ich mich scheiden lasse. Ach, so ist das. Und dass dein Mann dir scheißegal ist und dass unsere Beziehung nur deshalb geheim bleiben muss, weil sonst dein alter Herr dir schon längst den Hahn zugedreht hätte, das habe ich mir aber auch nur eingebildet, ja? Wie bescheuert hältst du mich eigentlich? Hast du dir mal überlegt, was passieren würde, wenn ich dein Alibi platzen lasse? Was dann passiert, willst du wissen? Ja. Dann! Was dann? Hast du auch keins, du Idiot. Frau Stubbe? Wie bin ich? Ich hab's schon erwartet. Moment, ich mach ihn auf.
Ich habe schon viel von Ihnen gehört. Auch wenn es bei uns nicht alltäglich ist, ab und an vergeben wir einen Planungsauftrag auch mal nach draußen. Aber kommen Sie erst mal rein. Tasse Kaffee oder lieber Tee? Paragraph 14. Zeitgleich mit der Löschung des Unternehmens aus dem Handelsregister sowie der Übereignung der Liegenschaft wird die Bezeichnung Moritz Herrenmoden als Markenname auf die Euromod AG eingetragen. Das lassen wir aus. Nur meine Bestellung zum Verantwortlichen für das Moritz-Label innerhalb Ihres Konzerns. Die sollten wir besser aus dem Vertrag herausnehmen und separat regeln. Darf ich fragen, warum? Er ist jetzt da. Bitten Sie ihn doch gleich herein. Ich habe mir erlaubt, nach Rücksprache mit unserer Rechtsabteilung. Herr Moritz, freut mich, dass Sie kommen können. Ganz meinerseits, Herr Breitenbach. Bitte nehmen Sie doch Platz. Danke. Roland, geht's gut? Unsere Juristen waren der Meinung, wir sollten Herrn Moritz Junior doch besser gleich zur Paraffierung hinzuziehen. Und da Ihr Schwager, wie sich herausstellte, den Vertragsentwurf noch nicht zur Kenntnis nehmen konnte. War Herr Direktor Breitenbach so freundlich, mir eine Kopie bringen zu lassen? Hoffentlich hatten Sie Zeit genug, sich mit dem Stand der Dinge halbwegs vertraut zu machen. Hatte ich, Herr Breitenbach, hatte ich. Und nicht nur halbwegs. Umso besser. Ihre Euromod will also Moritz Herrenmoden übernehmen, um ein traditionsreiches Familiengeschäft vor dem Untergang zu bewahren. Ich könnte es nicht eleganter ausdrücken. Und? Was halten Sie von dem Vertrag? Nur über meine Leiche. Ich dachte schon, es ist gar keiner zu Hause. Wo ist denn Mama? Und Tante Charlotte? Singen. Ach, richtig. Sie hat ja heute ihren Chor. Die Sache mit Magda tut mir leid, dass es so gelaufen ist. Christiane, das musst du verstehen. Er wollte es ja doch unbedingt selber sagen. Was hätte ich denn tun sollen? Überall rumschreien, Jan Regen sitzt im Knast, aber sonst ist es ein prima Kerl. Ist ja schon gut. Reicht Geheimnis, längst kapiert. Wie geht's denn deiner Freundin? Das fragst du noch. Falls es dich interessiert, ich war vorhin bei Jan Regen. Ich dachte, es ist besser, ich sag's ihm, dass Magda inzwischen Bescheid weiß. Ach, schließlich wird er morgen entlassen. Aber den Besuch im Gefängnis, den hätte ich mir lieber verkneifen sollen. Wieso? Na ja, jetzt will er am liebsten gar nicht mehr raus. Weil er denkt, er hat sich's bei seiner Magda nun endgültig verdorben. Christiane? Christiane, mal ehrlich, mache ich denn wirklich alles falsch? Alles nicht. Es gehört alles nicht. Was soll ich dir abnehmen, dass du von den Verhandlungen mit der Euromod nichts gewusst hast? Genauso die Geschichte mit der Lebensversicherung. Da wollte der mich aber auch austricksen. Allmählich leidest du aber unter Verfolgungswahn. Die Summe geht schließlich in die Erbmasse und von der kriegt laut Testament jeder von uns ein Drittel. Wer sollte dich denn da wie aufs Kreuz legen? Zu wem hältst du eigentlich? Zu ihm oder zu mir? Die Antwort hätte ich mir denken können. Meinst du, mir fällt es leicht, die Zustimmung zum Verkauf zu geben? Aber was sollte Roland denn machen, nachdem er erfahren hat, dass sie ja mit ihm wieder von vorne losgehen? Däumchen drehen und darauf warten, dass die Versicherung vielleicht irgendwann doch noch mal zahlt und inzwischen Konkurs anmelden? Und ich kann auch nicht mehr länger warten.
Sonst platzt mir der Werksvertrag für die nächste Saison. Euch beiden war Vaters Geschäft doch schon immer scheißegal, solange ihr nur davon profitieren konntet. Aber du denkst natürlich nur an die Familientradition. Mein Gott, wie selbstlos. Glaubst du etwa auch, ich hätte was mit Vaters Tod zu tun? Na gut, dann frage ich mal andersrum. Was wäre wohl passiert, wenn unser alter Herr rausgekriegt hätte, wie tief dieses Arschloch hinter seinem Rücken die Firma in den Keller gefahren hat? Wer hatte denn wirklich ein Interesse an seinem Tod? Hast du darüber schon mal nachgedacht? Traust du es ihm zu? Bei Roland kann man nie wissen. Verstehst du jetzt, dass wir beide zusammenhalten müssen? Und bei dir auch nicht. Und einen anderen Auftrag habe ich auch noch. Ist doch wunderbar. Wie kommst du denn so plötzlich? Beziehungen. Was für Beziehungen? Connections. Weißt du eigentlich, dass ihr ein riesiges Gelände an der Elbe habt? Wer? Der Polizeisportverein. Hast du eben Polizeisportverein gesagt? Wie mausetot. Nach Mutters Trauerfeier habe ich beim Streit mit Vater die Kontrolle verloren und ihn erschossen. Ja, wie wir es vermutet haben. Der Einbruch war also nur vorgetäuscht. Weil ich jedoch erkennen musste, dass unser Geschäft auf einen unabwendbaren Konkurs zusteuert und ich keine Möglichkeit mehr sehe, das Familienunternehmen zu retten, ziehe ich die Konsequenz aus der Sinnlosigkeit meines Tuns. Mit der gleichen Waffe, die ich auf meinen Vater gerichtet habe, werde ich meinem verpfuschten Leben ein Ende setzen, Raphael Moritz. Naja. Zimmermann hier, Herr Kriminalrat. Der Fall Moritz ist gelöst. Sein eigener Sohn hat ihn im Streit um die Geschäftsnachfolge erschossen und sich jetzt selbst das Leben genommen. Nein, keinerlei Zweifel. Das Geständnis liegt in einem Abschiedsbrief vor. Du musst dich jetzt entscheiden, Cornelia. Aber was bringt es denn, wenn ich unterschreibe und Raphael legt sich weiter quer? Es fragt sich, ob er das überhaupt noch kann. Bei 2-1 Stimmen, meine ich. Nicht auszudenken, wenn Vater das noch erlebt hätte. Aber der ist tot. Himmel, Herrgott, noch mal. Mause tot. Ja, bitte. Herr Kriminalrat Gessler möchte Sie dringend sprechen. Was verschafft uns denn die Ehre, mein Lieber? Guten Tag. Ja. Guten Tag, gnädige Frau. Ja. Es tut mir leid. Ich habe Ihnen eine bedauerliche Mitteilung zu machen. Ihr Bruder hat sich das Leben genommen. Und zwar mit derselben Waffe. Es fällt mir schwer, Ihnen das sagen zu müssen. Mit dem Revolver, mit dem er auch Ihren Herrn Vater erschossen hat. Sein eigenes Geständnis lässt nicht den geringsten Zweifel zu. Gnädige Frau, Herr Hoge, mein tief empfundenes Beileid. Tja. Damit hätten wir es dann wohl. Herr Kollege! Ja? Wir können gehen. Ach, übrigens, nochmals meinen allerherzlichsten Dank für Ihre Unterstützung. Auch wenn es am Ende eben leid. Ach, du liebes Bisschen, jetzt habe ich ja völlig vergessen, dass wir offiziell ja gar nicht hier sein durften. Andererseits, was soll's? Jetzt, wo der Fall gelöst ist. Ist er das wirklich? Fängt das schon wieder an. Kann sein, er kommt heute doch nicht heraus. Kann sein, du hast nur Schiss. Bitte, Christiana. Jetzt wird nicht mehr gekniffen. Ich kann das nicht schaffen. Was da an der Zeit ist, ich will schon hier, ob ich dich meine, ich will hier bei Jana Torsche.
Du kannst Russisch? Ja, wenn bei dir nichts anderes mehr hilft. Ist er das? Na los? Ich müsste da noch mal ran. Was? Was denn? Schon so spät, Ecke? Allerdings. Ihr habt ja schon alle Spuren erfasst. Ja, aber der Computer. Du lass das mal den Fachmann machen, der kommt morgen früh. Gut, das geht dann aber auf deine Kappe. Du, da passt noch viel drauf. Umbau Moritz Herrnmoden. Passiver, aktiver. Moment mal. Passiver, grob geschätzt, 800.000 Mark. Aktiver, Vaters Lebensversicherung, 1,5 Millionen bei Unfall doppelt. Und ich keine Möglichkeiten mehr sehe, das Familienunternehmen zu retten. Nochmal von vorn. Erstens, wenn Moritz Senior diese Lebensversicherung hatte, dann ist die Firma doch zu retten. Zweitens, wenn die Firma zu retten ist, dann war der Abschiedsbrief falsch. Drittens, wenn der Abschiedsbrief gefälscht ist, dann hat Moritz Junior keinen Selbstmord begangen. Viertens, wenn es kein Selbstmord war, dann war... Dann nur kurz, Winfried. Ja, du hast es gerade nötig. Stell dir vor, dieses Mistvieh hat mir heute meine schönste Vase zerteppert. Gott sei Dank kam deine Tochter auf die glorreiche Idee. Ich meine, eure Haftpflichtversicherung läuft doch noch, ja? Na, dann musst du nur diese Schadensmeldung unterschreiben und schon bin ich wieder weg. Ist ja nur pro forma, dass Chrissy die Schuld auf sich nimmt. Aber dann kriege ich meine Vase bezahlt, verstehst du? Weißt du, was das ist, Charlotte? Das ist Betrug, astreiner Versicherungsbetrug. Und sowas in der eigenen Familie. Ich gehe schon. Guten Abend, Herr Stubbe. Entschuldigen Sie, ich muss Sie unbedingt sprechen. Guten Abend, Frau Rieken, was gibt's denn? So habe ich Cornelia noch nie erlebt. Der Tod von Raphael. Sie wollte einfach nicht glauben, dass der Bruder es gewesen sein soll, der den eigenen Vater, dann schon eher ihr Mann. Das hat sie tatsächlich zu mir gesagt. Und dabei war sie in einem Zustand, ich konnte ihr einfach nicht die Wahrheit sagen. Welche Wahrheit? Wissen Sie, Herr Hoger hat mich doch wegen Jan so unter Druck gesetzt. Und da habe ich in meiner Wut das ganze Haus auf den Kopf gestellt, um die Pistole vom alten Herrn Moritz zu finden, weil ich doch so einen Verdacht hatte. Dabei habe ich diesen Brief bei Herrn Hoger im Schreibtisch gefunden. Wollen Sie nicht lieber reinkommen, Frau Rieken, und erzählen wir dann der Reihe nach, was Nein, passiert ist? Nein, mein Taxi. Ich möchte Cornelia nicht so lange allein lassen. Sie können ja anrufen, wenn Sie noch Fragen haben. Nach dem langen, vergeblichen Kampf um das Leben meiner Frau, der rasante Niedergang des von mir sträflich vernachlässigten Geschäfts, auch habe ich nun endgültig begreifen müssen, dass mein Schwiegersohn, auf den ich all die Jahre so gebaut hatte, nie von seiner Spielsucht loskommen wird.
Somit jeden Halt und jeden Glauben verloren, werde ich meiner über alles geliebten Frau freiwillig in den Tod folgen. Justus Moritz. Und der Selbstmord von Raphael Moritz ein Mord war, der Mord an seinem Vater aber ein Selbstmord. Also gut, dann trinken wir auf unser beider Erfolg. Auf den im Fall Moritz und erst recht auf den Ihren. Prösterchen. Oh. Nein. Ist ja nie, ob es dienstlich ist. Zimmermann, ja. Sie? Nein, ich habe jetzt überhaupt keine Zeit, Herr Stubbe. Was? Glaube ich nicht. Wirklich? Ja, natürlich müssen wir uns sehen. Der Fall Moritz sieht so aus, als ob ich gebraucht wäre. Und wieso ausgerechnet in der Wohnung von seinem Sohn? Ach so, ja, verstehe. Also gut, sagen wir in einer guten Stunde? Ich habe jetzt eine private Verabredung, Herr Kollege. Wenn es unbedingt sein muss. Er sagt, es dauert nicht lange. Wie wär's, wenn Sie einfach mitkommen? Dann können wir unsere Beziehung ja nicht länger geheim halten. Ihr Mann wird dann schon nicht den Kopf abreißen. Abwarten. Und was machen wir mit dem bestellten Essen? Mitnehmen. Doggy Bag. Herr Ober. Da sind Sie ja endlich. Ja, ich habe auch eine Überraschung für. Also für mich sieht die Sache so aus. Moritz Senior hat Selbstmord begangen, wie sein eigenhändiger Abschiedsbrief beweist. Auch für das Motiv besteht nicht der geringste Zweifel. Zweiter Punkt. Hugo, der in dieser Zeit bereits schon in den schwierigsten finanziellen Kalamitäten war, findet den Toten und kommt auf die Idee mit dem Versicherungsbetrug. Punkt 3. Er nimmt den Brief, er nimmt den Revolver, legt eine falsche Spur, indem er die Scheibe einschlägt und... Warum warten wir nicht das Gutachten von der KTU ab? Sie haben die Waffe doch mit eigenen Augen gesehen. Ja. Kaliber 30 M1. Wetten, dass es der auf Justus Moritz eingetragene Revolver ist? Meinetwegen. Aber wie wollen Sie Roland Hoge beweisen, dass er die Waffe überhaupt an sich genommen hat? Weil er sie an sich genommen haben muss. Die Haushälterin hat den Brief des alten Herrn doch bei Grumbel gefunden. Also muss auch die Waffe beiseite geschafft haben. Sonst macht doch die ganze Sache keinen Sinn. Capito. Also gut, nehmen wir mal an, Sie haben bis dahin recht. Trotzdem, woher wissen wir überhaupt, dass die Waffe inzwischen nicht in den Besitz von irgendjemandem ist? Glauben Sie im Ernst, irgendwer hat Hoge das Ding geklaut, um mir nichts, dir nichts, Raphael Moritz abzuknallen? Natürlich nicht irgendwer. Aber wie wär's zum Beispiel mit der Haushälterin, wer den Abschiedsbrief gefunden hat? Könnte doch auch den Revolver gefunden haben, oder nicht? Und warum sollte Frau Rieck Moritz Junior umbringen? Na, auf dieses Motiv bin ich sehr gespannt, Herr Kollege. Ach, das weiß ich. Vielleicht hatte sie ja seit der Geschichte mit ihrem Sohn... Ein Hass auf die ganze Familie. Das glauben Sie doch selber nicht. Mir scheint, dass Sie eine Obsession haben. Immer wenn der Name Riegen fällt, jetzt dann... werden Sie aber unsachlich, ja? Wer wird hier unsachlich? Sie? Sie haben doch behauptet, dass Herr Rieck die Arbeit gespielt hat, als Sie haben könnte. Die Haushälterin und Theater spielen, dass ich nicht lache. Wenn wir schon von Theater geredet ist, dann sollten wir besser von Schmiere sprechen. Bitte, von mir aus auch Schmiere. Womit aber nicht Frau Rieck gemeint ist, sondern Sie, verehrter Kollege. Denn was Sie hier aufführen, ja. Das... Falls sich die Herrschaften noch nicht kennen sollten, Herr Stubbe, Frau Stubbe. Mein Mann, meine Beziehung. Oh. Ich komm rein, ich hab Schmerz. Gut, dann sind wir uns also einig, dass alles doch auf Roland Hoge zuläuft. Sind wir. Schon wegen der Konkurrenz um die Geschäftsnachfolge. Aber was ist, wenn wir... Darf ich was fragen? Augenblick noch, Frau Stubbe, ja? Als sein Schwager konnte er auch ohne Verdacht zu erregen so dicht an Moritz Junior ran, dass er die Waffe aus nächster Nähe... Ja, aber was ist, wenn wir weder am Revolver noch auf dem Computer irgendwelche Fingerabdrücke von Hoge finden? Damit müssen wir leider rechnen. Eben!
Wie beweisen wir schlüssig, dass der Text... Aber deshalb wollte ich doch... Corinne, bitte. Dass der Abschiedsbrief getürkt ist und Hoge ihn erst nach der Ermordung eingetippt hat. Genau. Um Gottes Willen, Frau Stubbe, nichts anfassen! Caroline, bist denn du? Das ist es. Was? Guckt euch das mal an. Eben wollte ich den Brief abspeichern, aber was steht da? Auf A kann ich zugegriffen werden. Sagt euch das nichts. Das bedeutet, dass der Text gar nicht eingetippt ist, sondern dass er auf Diskette von jemandem auf den Bildschirm geladen wurde. Welcher Selbstmörder fabriziert seine letzten Worte auf Diskette vor? Und lässt sie nach seinem Tod wieder verschwinden? Worauf warten wir noch, Herr Kollege? Super, Frau Stubbe. Darüber. Hoge? Herr Hoge? Na, gucke da. Jetzt haben wir's, Herr Kollege. Suchen Sie was Bestimmtes? Ja. Können Sie uns sagen, wo Roland Hoge ist? Keine Ahnung. Weit kann er nicht sein. Sein Boot ist auf in Lichtbrand. Na, wird's bald. Versuchen Sie es mal auf der Sunway. Ist da drüben. Schwarz, 24. Glück muss man haben. Geschlossene Gesellschaft. Ist ja gut. Darf ich bitte mal, ja? Kriminalpolizei. Es handelt sich hier um einen ausschließlich privaten Freundeskreis, meine Herren. Ja, ja. Wir stören ja auch nur ganz kurz. Allerdings dienstlich. Was wollen Sie? Das haben wir bei Ihnen gefunden, Herr Hoge. Da ist ein Abschiedsbrief drauf. Papa, wir wollen Kaffee trinken. Vorsichtig, Vorsicht. Vorsicht. Meinetwegen musst du das aber nicht tun. Das macht er doch gerne. Auf! Die Phrase!
meine ganze Mühe umsonst. Es war eindeutig meine Schuld, stimmt's? Jawohl, sie. Charlotte, hast du noch die Schadensmeldung für unsere Familienhaftpflicht? Ja. Jetzt ist es nämlich kein Versicherungsbetrug mehr. Astrein! Haben Sie noch einen Wunsch? Danke, Frau Rieken. Für Mutter war es bestimmt ein Segen, dass sie endlich sterben durfte. Du hast alles für sie getan, was du tun konntest. Jetzt muss bloß noch einer sagen, Kopf hoch, das Leben geht weiter. Aber warum denn nicht, Papa? Wo ich mir mit dem Ferienjob doch endlich mal mein eigenes Geld verdienen kann. Sag nur, du kriegst nicht genug Taschengeld. Darum geht's doch gar nicht. Ich kann Chrissy sehr gut verstehen, dass die hier mal raus will und was anderes kennenlernen. Außerdem hat das Hotel 4 Sterne. Und als ich im Personalbüro gesagt habe, welche Sprachen ich kann, da... Du glaubst doch nicht, dass die dich an die Rezeption lassen. Weißt du, was die mit dir machen? Die schicken dich mit so einem Wagen los und dann darfst du die Zimmer sauber machen. Na, du musst es ja wissen. Und die 4-Sterne-Klos putzen. Mahlzeit, Wilfried. Mir ist der Appetit sowieso vergangen. Ich will damit doch nur sagen, dass es dir guttun wird, wenn du dich wieder um die Firma kümmerst, Vater. Und der Firma bestimmt auch. Hört sich an, als bräuchte meine Schwester wieder eine Finanzspritze für ihr Hobby. Rallyfahren ist kein Hobby. Aber wenn du lieber erstmal eine Weile abschalten willst, kein Problem. Die Winterkollektion habe ich bereits geordert und was das laufende Geschäft betrifft. Habt ihr gewusst, dass der Sohn von Frau Rieken schon wieder frei im Fuß ist? Stimmt es eigentlich, dass du Kontakte zur Euromod aufgenommen hast, weil ihr einen finanzstarken Partner braucht? Wie bitte? Oh, das tut mir leid, dass du ausgerechnet von mir erfahren musst, was dein Geschäftsführer so hinter deinem Rücken treibt. Ich habe selten einen so unglaublichen Blödsinn gehört. Du wirst doch nur nicht damit fertig, dass Vater dich aus der Firma rausgeworfen hat. Das wird's wohl sein.
Mein Pech, dass ich Vater nicht so gut nach dem Mund reden kann wie dein lieber Mann. Genug jetzt, ja. Falls jemand von euch angenommen hat, ihr könntet mich gleich zusammen mit Mutter beerdigen. Du legst mir morgen früh im Geschäft die neueste Bilanz vor. Und du bekommst weiterhin, was abgesprochen war, keinen Pfennig mehr. Und deinem Sohn hast du nichts zu sagen? Doch. Es wäre schön, wenn wir uns nicht mehr als unbedingt nötig sehen müssten. Na dann. Bis zum nächsten Begräbnis. Jetzt reicht's aber, Kinder. Alle anderen in meiner Klasse dürfen sich längst was nebenbei verdienen. Da kannst du fragen, wen du willst. Alle anderen haben ja auch nicht so einen Vater wie du. Was soll denn das heißen? Kann es sein, dass du deine Tochter so lange wie möglich unter deine Fittiche nehmen willst, damit sie bloß nicht zu schnell flügge wird? Mhm. Erstens habe ich keine Fittiche und zweitens, wie willst du überhaupt hin und zurückkommen? Das Hotel liegt doch JWD. Ja, mit dem Fahrrad. Ja. Jeden Tag Kilometer weit allein durch die Gegend, da hätte ich noch keine ruhige Minute. Am helllichten Tage, Wilfried. Und dann noch mit der alten klapprigen Kiste. Was da passieren kann, nee, da lege ich eher was aufs Taschengeld drauf. Das kommt nicht in Frage. Ihr Taschengeld ist hoch genug. Wenn du was drauflegen willst, dann wird das für ein neues Fahrrad genommen. Dann darf ich den Ferienjob im Hotel machen, ja? Aber nur, wenn du vorher das Aufräumen und Saubermachen richtig übst. Na, Gott sei Dank. Am besten gleich in deinem Zimmer. Danke, Papa. Wir können den aber auch ganz schön in die Zange nehmen. Schon das dritte Jahr, dass Ihr Kollege diese Sommergrippe hat. Keine Sorge, Herr Kriminalrat, die paar Tage schaffe ich auch alleine. Wenn Sie meinen, danke. Im Moment ist sowieso nicht viel los. Ach, da fällt mir ein, die Statistik, die Zimmermann sonst immer gemacht hat. Bis Ultimo sollte die abgeliefert sein. Hier sind die Unterlagen, wo Sie sowieso nichts zu tun haben. Keine Sorge, das schaffen Sie auch allein. Auch wenn noch welche dazukommen. Kriminalkommissariat. Stuppe hier. Wo genau ist das?
Moritz, Dahlienallee